Hallo zur 68. Ausgabe von Defi.jetzt. Wir haben heute die Naomi zu Gast und stellen ihr ein paar einige interessante Fragen zu ihrem Krypto-Werdegang. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Hallo Naomi, herzlich willkommen zum Defi.jetzt Podcast. Und es freut uns, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin Naomi und arbeite schon seit, ich glaube, 6 Jahren im Bereich Krypto, Marketing. Und ja, ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich hier eingeladen wurde. Außerdem bin ich vor 1,5 Jahren nach Dresden gezogen und habe dort, ja, Ralf getroffen und so ist das dann zustande gekommen. Legen wir gleich los. Naomi, wann hattest du deinen ersten Computer im Zugriff? Also wann bist du das erste Mal an den Computer gekommen? Ich glaube, mit 15, 16 ungefähr. Was war Also, das für eine Windows-Kiste, oder? nee, ja, doch, das war ein Toshiba Laptop, glaube ich. Und er war auch ziemlich groß, das weiß ich noch. 15, 16, warst du da ein bisschen spät dran oder war so Computer in deiner Familie oder wo du aufgewachsen bist nicht so verbreitet? Nee, ich glaube, das war bei uns allen ungefähr das Alter, wo die Eltern dann gesagt haben, okay. Ich sehe, bei meinen jüngeren Geschwistern ist es viel früher. Aber ich glaube, bei mir war es damals noch ungefähr so und dann waren wir alle auf MSN Messenger und was nicht alles. Also das war so ungefähr das Alter. Wie bist du dann zu Krypto gekommen? Oh, das kam erst viel, viel später. Das ist erst passiert in 2018. Also schon eine ganze Weile, nachdem ich 15 war. Und das war, als ich in Japan gearbeitet habe und einen Job gesucht habe und ja, im Endeffekt war das dann so, dass ich zwei verschiedene Jobangebote hatte und das eine war im Bereich der Bildung und das andere war halt im Vertrieb für ein Unternehmen im Blockchain-Bereich. Und nach Überlegen ist mir dann aufgefallen, dass okay, selbst wenn ich im Bildungsbereich in Japan arbeite und jemals zurückgehe nach Europa, dann kann ich all diese Qualifikationen nicht nutzen und deshalb habe ich dann das andere gemacht. Also das war dann eher so Zufall, würde ich mal sagen, dass ich dann im Endeffekt in diesem Blockchain-Startup gelandet bin und von dort aus bin ich dann in dem Bereich geblieben. Wenn du in Warte den Kryptobereich mal. gehst, dann musst du ja auch eine Vorgeschichte haben. Also beruflich geht man ja nicht einfach so nach Japan und sagt, oh, hier bin ich, jetzt arbeite ich, sondern du musst ja schon auch irgendwas gelernt haben, beziehungsweise vielleicht sogar studiert haben. Ich hatte studiert, ja, ich habe Sprachwissenschaft studiert. Das heißt, das hat erstmal gar nichts mit Krypto zu tun. Und ich war in Japan, weil ich auch japanische Wurzeln habe und einfach gedacht habe, ich möchte mal gerne in dem Land leben und gucken, wie das so ist, wenn man da tatsächlich wohnt und nicht nur zu Besuch ist. Und erst habe ich ein Praktikum gemacht und dann, wie gesagt, habe ich mich halt umgesehen. Und für die war vor allem wichtig, dass man viele Sprachkenntnisse hat. Und das hatte ich halt dank meines Studiums. Und ja, so kam das dann. Was Es ist hast du halt, da in dem Blockchain-Bereich gemacht gehabt? ja, also ich war im Vertrieb, das heißt, ich bin auf Konferenzen gegangen quasi und auf andere Veranstaltungen und habe neue Kunden angeworben. Das Unternehmen selber hat vor allem, also und ja, Startups aus dem Ausland geholfen, in Japan Fuß zu fassen, sprich Veranstaltungen für sie organisiert, mit dem Marketing ausgeholfen, PR und all solche Geschichten. Also man hat da natürlich auch mal mitgeholfen mit dem Übersetzen und solche Dinge. Und wenn du Alles. sagst Sprachwissenschaften, welche Sprachen sprichst du denn da alles fließend neben Deutsch und Japanisch und Englisch, nehme ich an? Naja, fließend ist auch so ein, ist relativ, würde ich sagen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, Deutsch, Englisch und Japanisch und dann noch Spanisch. Und Französisch habe ich natürlich auch mal gelernt, aber das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr genutzt. Also würde ich nicht sagen, dass ich da sonderlich viel zustande kriege. Wie lautet deine Definition von Defi? Meine Definition von DeFi, hat da jeder eine persönliche? Ich glaube, für mich ist es einfach eine Alternative zu unserem zentralisierten Finanzsystem, wo die Kontrolle nicht in den Händen von ein paar Mächtigen liegt, sondern halt jedermann ermöglicht zu verifizieren, was dort passiert ist und natürlich auch teilzuhaben.
Ja, und Ja. stelle vor, du bekommst 1000 Euro. Wie würdest du die in der heutigen, jetzigen Zeit anlegen? Oder in was würdest du die tauschen? Wo du ja sagst, Ja. dass unser heutiges zentralisiertes Geld vielleicht nicht mehr, naja, so stabil scheint. Ja, ich würde wahrscheinlich Bücher kaufen, aber das ist natürlich nicht die Antwort, die hier gefragt ist. Weil Wissen ist immer gut. Krypto, naja, kann hoch und runter gehen. Aber ja, gut, ich bin kein finanzieller Ratgeber, deshalb sollte niemand meinem Rat folgen. Aber ich denke, so generell steht man ganz gut da, wenn man so ein bisschen diversifiziert ist und Bitcoin wahrscheinlich. Ethereum, ja gut. Und was ich wahrscheinlich auch teilweise machen würde, wenn ich Geld bekomme, das mit dem ich nicht gerechnet habe und das ich ausgeben möchte, dann würde ich wahrscheinlich auch versuchen, Projekte zu unterstützen, die mich ansprechen auf Gitcoin oder anderen Plattformen, wo man das machen kann. Und vielleicht auch NFT-Projekte, wo ich weiß, das Team macht tatsächlich etwas, das ohne NFTs nicht möglich wäre und ich mich damit identifizieren kann, was selten genug vorkommt. Also da gibt es vielleicht ein, zwei Projekte, aber sonst ist es größtenteils eher Müll. Und bei NFTs oder du sagtest ja selber, was würdest du NFTs auch als DeFi bezeichnen zum Beispiel? Oder welche NFT-Projekte würdest du unterstützen oder hast du unterstützt? Naja, also bei mir sieht man ja mein grüner Avatar, das ist ein Gal von einem Team, das heißt Shinsei Galverse, und die sind auch teilweise aus, also die sind in Japan, und aber auch das Team ist auch halb ja, aus Australien, und die habe ich selber getroffen, und für die ist halt, gut, DeFi würde ich jetzt nicht sagen, weil NFTs für mich sind mehr so im kreativen Bereich, und ich finde nicht unbedingt, dass man Kunst immer so als finanziellen Wert nur sehen muss, sondern vielleicht auch etwas, das drüber hinausgeht. Und ja, gut, das Team, darin würde ich wahrscheinlich investieren, weil ich genau weiß, dass die tatsächlich das, was sie gesagt haben, dass sie es liefern, auch liefern. Und bei denen ist es halt so, man kauft diesen NFT und dann kann man ihn auch als VTuber benutzen. Sprich, man kann, so wie jetzt auf einem Anruf zum Beispiel, stattdessen seinen eigenen Charakter benutzen und die Lippen bewegen sich so, die Haare hin und her und all solche Geschichten. Und die nutzen halt ja, das Geld, was sie eingesammelt haben mit ihrem ersten Sale, dafür ein Anime selber zu produzieren. Und ja, das ist eine Mission, die kann ich auch unterstützen. Und da finde ich dann auch, ist für mich nicht wichtig, ob da jetzt der Wert von dem NFT auf dem Markt hoch oder runter geht, weil für mich, ich benutze den jetzt und der ist Teil von meinem eigenen Marke, wenn man das so nennen will. Und dementsprechend werde ich es auch nicht verkaufen. Okay, welche Kryptoassets findest du gut und warum? Gut finde ich eigentlich die Idee hinter den meisten, aber Memecoins bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von, weil es halt oft dann doch so ist, dass die Leute falsch benutzen, um anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist natürlich nicht so gut. Was ich generell gut finde, sind natürlich die, die versuchen, irgendwas Neues zu machen. Muss man natürlich sagen, sowas wie Ethereum ist natürlich recht sinnvoll, weil es ist die erste Smart Contract-Plattform gewesen. Ob es jetzt immer noch ganz so den Vorstellungen entspricht, was es originell mal werden sollte, das kann man diskutieren. Solana finde ich auch recht interessant, weil sie einfach was anders machen. Alle anderen sind so fokussiert darauf, jetzt Layer-2-Netzwerke aufzubauen, und die machen wenigstens was anders, was ich eigentlich immer gut finde, weil ich denke nicht, wir können sagen, wir sind dezentralisiert und dann gibt es nur zwei verschiedene Blockchains. Das finde ich jetzt irgendwie auch nicht so der Sinn der Sache. Und generell NFTs finde ich natürlich auch interessant, wobei ich mich auch frage, ob sie überhaupt sinnvoll sind, also so wie sie eingesetzt werden zumindest. Also ja, ich bin da so ein bisschen kritisch Okay. generell. Und Ja. wenn man NFTs so als Eintrittskarten nutzt, siehst du das als sinnvollen Use Case? Ja, da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil klar, Eintrittskarten benutzt man einmal und dann normalerweise nie wieder, aber wenn man die benutzt als NFT und dann danach halt
okay, Leuten, die einmal bei einem Konzert war, beim nächsten Rabatt gibt oder bestimmten Zugang zu exklusivem Videomaterial, dann kann ich es vielleicht noch verstehen. Aber jetzt, was ich noch sinnvoll finde, denke ich, sind Stablecoins, weil die tatsächlich irgendwie, ja, also wenn man so wie ich jetzt in Krypto sein Geld verdient, ist es ganz schön, wenn es ein Stablecoin ist und nicht, was das am nächsten Tag schon wieder nur halb so viel wert ist wie am Tag vorher. Und ich denke, das hat auch, in Ländern, wo die Währungen nicht so stabil sind, haben doch Stablecoins recht viel Positives. Das kann ich bestätigen. Ich war vorige Woche gerade in Angola und naja, dort zeichnet sich auch ein bisschen was, etwas ab. Die haben eine hohe Inflation, noch nicht so schlimm wie in Nigeria, wo man ja auch Bitcoin nutzte, um von der CDBC, die Nigeria rausgegeben hat, ein bisschen wegzukommen oder dem Inflationsdruck. Aber die wussten in Angola zum Beispiel noch nicht so viel über Blockchain, Bitcoin. Da ist auch Bitcoin Mining zum Beispiel durch die Regierung verboten. Aber das mache ich mit dem Tor vielleicht. Da erzähle ich noch mal ein bisschen mehr drüber in einem anderen eigenen Podcast. Ich denke, Tor, wir gehen mal jetzt noch auf die nächsten Fragen. Ja, können wir machen. Ich stimme dir bezüglich der NFT zu, dass ich da halt auch oft die Nützlichkeit zweifelhaft finde. Allerdings bei Bitcoin und, sagen wir mal, Stablecoins kann ich dir nicht zustimmen, Naomi. Bitcoin ist schon wichtig und Stablecoins, sehe ich halt neutral. Ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, die jetzt durch die Kryptogeschichten, sag mal, vorteilhaft geworden ist, weil du hast sag mal, die Schlechtigkeit des Fiat-Gelds hast du jetzt quasi noch im Kryptobereich drin. Und die Frage ist immer, was ist stabil, was ist nicht stabil, ist eine Sache im Kopf. Für mich ist ein Bitcoin stabil, der ist immer ein Bitcoin wert und das andere schwankt. Ist immer die Frage des Standpunktes, wo du stehst. Ja, Aber gut. kann man ewig drüber diskutieren. Kannst du noch mal Ja. ganz kurz erklären, was machst du so beruflich mit Krypto und mit DeFi aktuell? Beruflich arbeite ich momentan größtenteils mit einem Projekt, das heißt Subscript. Und darum, ja, was wir machen, ist quasi, wir stellen eine dezentralisierte Infrastruktur bereit, damit Startups, die im Blockchain-Bereich arbeiten, einfach die Blockchain-Daten, ja, damit sie einfach auf die Blockchain-Daten zugreifen können. Also sprich, ich glaube, dass das Lustige oder Verwirrende bei Blockchain ist, dass man ja immer sagt, es ist alles transparent und jeder kann alles sehen. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich zu gucken, so, okay, wer hat jetzt wo was hingeschickt, ist gar nicht so einfach. Und wenn es nicht sowas wie Etherscan geben würde, dann würden wir Noobs, also wir ohne Entwicklerhintergrund wahrscheinlich ziemlich doof dastehen und nicht wissen, wie das geht. Und es ist aber für Entwickler ähnlich schwierig, diese Informationen, die sie ja brauchen, wenn zum Beispiel sich jemand mit seinem Wallet verbindet auf der Webseite, dann muss man ja zeigen können, wie viel in dem Wallet drin ist. Genau, also wir helfen den Entwicklern, diese Informationen einfach schnell zu bekommen, ohne dass sie jetzt zum Beispiel auf einen zentralen Provider sich verlassen müssen. Und dementsprechend auch. Genau. Und was ich da mache, also ich bin kein Entwickler, ich bin im Marketing, das heißt, ich helfe dabei mit Blogposts zu schreiben, den Leuten zu erklären, was wir machen, wieso es wichtig ist, wieso man sich nicht unbedingt nur auf Alchemie oder so andere verlassen sollte. Und ja, ich moderiere auch ab und zu Twitter Spaces, eigentlich so alle 2 Wochen. Da diskutieren wir auch alle möglichen Themen, die uns halt berühren. Und dadurch, dass wir Informationen bereitstellen, ist im Grunde alles mit dabei, weil wir wissen ja jetzt auch gerade ist KI-Hype auf Deutsch. Ja, da wollen natürlich auch alle Informationen haben und da ist dann eine Lösung so wie unsere recht nützlich. Und ja, ansonsten nebenbei schreibe ich auch noch für ein Unternehmen, das nennt sich Nearweek. Die schreiben größtenteils darüber, was so im Bereich von Near Protocol passiert, also der Blockchain. Und dann alle 2 Wochen schreibe ich auch den Newsletter für eine Börse in Australien, die heißt CoinJar. Genau. Also es ist größtenteils viel, viel Schreiben und ja, interessanterweise alles auf Englisch. Und bist du da
angestellt oder bist du da Freiberuflerin oder sowohl als auch? Ich bin Freiberuflerin. Genau. Das heißt, du kannst arbeiten, von wo aus du willst, ne? Ja, das stimmt. Aber so Zeitzone ist schon ganz praktisch, wenn man da ist, wo die meisten anderen Mitglieder, also Teammitglieder auch sind, weil dann, ja, ist ein bisschen einfacher, Dann Meetings zu kann organisieren. man da nachts schlafen, ja. Genau. Und muss nicht nachts Ja. arbeiten, tagsüber schlafen, ja. Richtig, das ist immer doof. Und Subscript.io, diese Blockchain oder Lösung technisch, was stellt die sozusagen noch alles zur Verfügung, außer den Informationen wie ein Etherscan oder sowas ähnliches? Also was ist die Grundfunktion dieser Subscript-Blockchain oder dieser Lösung? Ja, also es ist im Grunde, was man ein Data Lake nennt. Sprich, es ist ein dezentralisierter Data Lake, wo halt die Daten und Informationen von allen möglichen Blockchains im Rohformat vorhanden sind. Und darauf gibt es eine Query Engine, die es erlaubt, Entwicklern einfach und schnell die Informationen zu bekommen, die sie brauchen. Und ja, das ist quasi das Hauptprodukt, würde ich mal sagen, das wir bereitstellen. Wir haben eine Cloud-Lösung, sprich, wer es nicht selber machen will, der kann es bei uns hosten lassen. Ansonsten ist es Open Source, sprich, jeder kann das benutzen, wenn er möchte. Könnte man sagen, dass diese Plattform auch so ähnliche Services wie Chain Analysis zur Verfügung stellt oder zumindest die Werkzeuge dafür? Ja, also man könnte theoretisch sowas wie Chain Analysis, ja, entwickeln und dafür Subscript im Backend benutzen. Genau. Und für welche Blockchains habt ihr sozusagen jetzt schon Interfaces oder API-Funktionen verfügbar, um diese Informationen zu bekommen? Ja, also wir unterstützen momentan schon so ziemlich alle EVM-Chains. Sprich, das sind, glaube ich, über 150. Und dann noch zusätzlich Polkadot und Solana. Und jetzt auch momentan dabei Fuel hinzuzufügen und dann Cosmos kommt wahrscheinlich auch demnächst und ich glaube Aptos. Also genau, das ist auch einer von unseren, würde ich mal sagen, was uns ein bisschen anders macht von der Konkurrenz, wie zum Beispiel The Graph, dass wir tatsächlich sehr viele verschiedene Chains unterstützen. Und es Entwicklern erlauben, ganz einfach auf alle die zuzugreifen, teilweise sogar mit einem Indexer. Also. Und könnte man die auch, diese Plattform oder eure Plattform auch zur, ich sag jetzt mal, zur Analysezwecken oder zu Forensikzwecken, um eine gewisse, naja, ich sag mal, Kryptoströme, wer hat wann wo was wen überwiesen, nachzuverfolgen? Würde das auch gehen mit einer entsprechenden Programmierung noch? Ja, doch, wenn jemand mit den Informationen quasi so ein Dashboard programmiert, dann geht das auf jeden Fall. Also momentan sind wir größtenteils halt im Backend von verschiedenen Dapps. Die nutzen dann halt die Daten, damit ihr Produkt funktioniert. Und Ja. wie sieht euer Lizenzierungsmodell aus? Kannst du dazu was sagen? Was für Lizenzen meinst du? Naja, weiß nicht, Uns ob ist es es ein so. unterstütztes, neben Open Source, das habe ich ja verstanden, aber vielleicht gibt es ja auch ein, ich sag mal, unterstütztes in eurer Cloud zu betreibendes Modell oder eine Dienstleistung, für die man irgendwie Subscription oder so etwas bezahlen müsste oder soll. Ja, also wenn man die Cloud benutzen möchte und quasi alles uns überlässt, dann gibt es da Modell, aber da müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachgucken, was der Preis ist. Ist auf jeden Fall sehr günstig, aber es ist auch ein bisschen individuell, je nach Nutzung dann. Ja. Na gut, nun haben wir ja gehört, dass du Freiberuflerin bist. Und wie sieht es da aus? Kann man davon gut oder sogar sehr gut oder bestens leben? Das kommt darauf an, wie man bestens Leben definiert. So wie Also. man möchte. Ja, okay. Also ich glaube, dass für mich Krypto auch ein bisschen Freiheit bedeutet und Freiberufler auch, selbst wenn die meisten irgendwie damit vielleicht
ja, es ein bisschen schwieriger haben. Also für mich doch. Ich denke schon, dass ich ganz gut davon leben kann. Aber es hilft natürlich, dass ich jetzt schon 6 Jahre in der Industrie war und auch viel Wissen habe und ein großes Netzwerk habe und dementsprechend eigentlich nie ohne Arbeit bin. Eher das Gegenteil. Ich lehne auch oft Anfragen ab, weil es für mich auch Teil von bestens Leben ist, dass man ein Leben hat außerhalb von Krypto. Das kann schon sehr vereinnahmt sein. Und ich mache bewusst viele andere Dinge, die nichts damit zu tun haben. Also ich denke, man kann ganz gut davon leben. Man muss aber doch auch sehr gut sein darin, sich selber zu managen und sich natürlich Arbeit dann an Land zu ziehen, wenn man Freiberufler ist. Und Steuererklärung machen ist auch immer nicht lustig, aber gut. Ja gut, musst du die in Deutschland machen oder musst du die in anderen Ländern auch machen, Steuererklärungen hin? Nee, zum Glück nur in Deutschland, das reicht schon. Also, ich glaube, mein Nervenkostüm hält mir nicht aus. Aber tatsächlich sind alle meine Arbeitgeber außerhalb von, ja, oder Kunden, vielleicht korrekterweise, außerhalb von Deutschland und auch teilweise außerhalb von der EU. Also. Naomi, wie lässt du dich bezahlen, wenn deine Auftraggeber weltweit verstreut sind? Meistens in Krypto, also Stablecoins. In Stablecoins, welchen bevorzugst du da, wenn ich so fragen darf? Vorzogen. Also meistens kommt es ein bisschen auf die drauf an, aber es ist normalerweise USDT oder USDC. Also die großen Stablecoins. Ja. Naomi, du warst mehrere Jahre im Ausland, unter anderem Japan. Dort hattest du ja auch Berührung mit Krypto und Kryptoassets. Aber wie ist das in Japan dann gewesen? Du bist ja, hast du gesagt, am Anfang dort eingestiegen in Krypto in Japan, also auch als du dorthin gegangen bist. Wie hast du dich dort kryptomäßig dann von der ersten Firma, wenn du dich in Japan verändert hast, wie hast du dich dort weiterentwickelt in Sachen Krypto? Also am Anfang hatte ich halt keine Ahnung, deshalb habe ich erstmal alle White Paper gelesen, die es so gab. Das hat natürlich schon mal ein bisschen geholfen. Und dann war ich bei sehr vielen Veranstaltungen. Also der Vorteil von Tokio ist, dass es dort jede Woche mehrere Events gab zum Thema Blockchain und Krypto. Und da konnte man natürlich auch viel lernen und viele Leute treffen. Und das war natürlich dann ja 2 in 1 für mich. Und so habe ich viel gelernt über den Bereich und auch viele Leute getroffen. Gut, die hätte man, wo man dann merkt, dass bei denen nicht so viel dahinter steckt. Das gab es auch. Und natürlich auch die, wo man echt was dazu gelernt hat. Und dann in Japan selber habe ich noch einmal dann doch gewechselt. Und das war vor allem, weil ich das Gefühl hatte, das Unternehmen ist in eine Richtung gegangen mit einem Projekt, das sie unterstützt haben, wo ich nicht gesehen habe, dass es tatsächlich positiv ist, sondern dass es eher ja, so in Richtung Scam geht, würde ich mal sagen. Und von sowas habe ich mich schon immer ferngehalten und werde es auch weiterhin tun. Und dann bin ich in einem anderen Startup gelandet und die haben aber eher, also die waren jetzt nicht hauptsächlich im Bereich Blockchain, aber die wollten halt ein Team aufbauen, das sich damit beschäftigt und bin dann dort reingerutscht und habe dort dann ja mitgeholfen, erstmal die Mitarbeiter intern überhaupt darüber zu informieren, was Blockchain ist und was es da alles gibt und nebenbei noch die sozialen Medien mitgemanagt. Und ja, da ist aber dann auch schnell rausgekommen, dass der CEO sich das nicht so vorgestellt hat, dass wir tatsächlich unser Gehirn benutzen, sondern nur, dass wir in der Nähe des Eingangs sitzen und so international aussehen. Und das ist dann irgendwann so eskaliert. Also ich habe nicht direkt gekündigt, aber hat mir die Assistentin auf den Hals geschickt, um mir doch nahezulegen, dass ich doch bitte das Unternehmen verlasse, was ich natürlich auch gemacht habe. Aber also das war eine sehr japanische Erfahrung, denke ich. Wenn man da die Hierarchie hinterfragt, das ist nicht gut für die Karriere. Und das war dann auch für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht es mir hier ehrlich gesagt. Ich gehe zurück oder also nicht zurück, aber ich gehe mal wieder ein bisschen in den Westen. Genau, und dann war ich in London. Und dann bist du in Deutschland wieder gelandet, oder? Ja, also erstmal war ich noch 3 Jahre in London und habe dort auch für Bitcoin.com gearbeitet als Marketingmanager. Und dann irgendwann, also das war dann auch während des Lockdowns und so. Und irgendwann war dann auch London nicht mehr ganz so attraktiv und faszinierend wie am Anfang. Und dann bin ich wieder in Deutschland gelandet.
Wenn man jetzt nach London geht, findet man da so als Bitcoiner, durch Bitcoiner oder als kryptoaffine Person, findet man dadurch dann leichter Wohnraum oder ist das in London kein Problem? Also Wohnraum finden ist generell ein Problem in London. Ich glaube, da hilft es nicht, wenn man tatsächlich sein Geld in irgendwelchen komischen Stablecoins verdient, sondern ist eher hinderlich. Und da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich durchaus schlechte Erfahrungen gemacht mit Vermietern, weil dort ist es ja sehr dereguliert. Das heißt, Vermieter haben sehr viel Macht, weil sie ja wissen, es kommt immer jemand nach, selbst wenn sie sich beschissen verhalten und auch nicht das Haus im Stande halten. Aber ich glaube, darüber könnte man einen ganzen Podcast machen wahrscheinlich. Ja, also den Wohnraum finden, das war immer ein bisschen eine Herausforderung, würde ich sagen. Und da hat es nicht unbedingt geholfen, ne. Ich glaube, da, wenn man sehr viel verdient, denke ich, okay, dann hilft es wahrscheinlich schon. Und dann ist auch egal, wie man das Geld verdient, ob man da jetzt ein Ölmogul ist oder ein Bitcoin-Millionär, die nehmen einen dann. Aber wenn man so wie ich noch recht normal Verdiener ist, dann. Also am Anfang war es eine Agentur und dann habe ich, glaube ich, ja, also ich glaube, so Wohnraum finden durch Bekannte ist eher nicht passiert. Okay. Ja. Also eher so durch Agenturen und ja, verschiedene. Also es gibt ja sowas wie WG gesucht, auch in London und dann nutzt man halt sowas. Aber du hast dann, hattest das Glück, dann an einer Stelle oder bist du dann auch von WG zu WG getingelt? Ich glaube, in London bin ich bestimmt 3, 4 Mal umgezogen. Und das hatte teilweise natürlich auch mit den Vermietern zu tun, weil wenn man dann Ratten im Haus hat zum Beispiel, das ist nicht schön. Wenn man merkt, es passt mit den Mitbewohnern nicht, dann kann man auch schon mal ausziehen. Und ab und zu wollte ein Vermieter dann auch, dass dann die Wohnung selber benutzen. Und dann musste man halt auch gehen. Und wie gesagt, man hat nicht so viele Rechte als Mieter in London. Das heißt, die können einen dann ziemlich schnell rauswerfen. Welche Kryptostationen hast du dann in London alles gearbeitet oder erlebt? Ja, also in London war ich größtenteils bei Bitcoin.com und die haben damals eine Börse aufgezogen und ich war halt, glaube ich, die dritte Mitarbeiterin oder so dort. Also ich habe das ganze Marketing dort verwaltet und war größtenteils dann halt dort bei Bitcoin.com Exchange und danach noch bei einer Blockchain, die hieß Minima. Und dort habe ich auch eine ähnliche Rolle gehabt, also sprich auch alles mit sozialen Medien und Blogposts, E-Mails, alles, was so im Marketing- und Community-Bereich anfällt, da war ich mit dabei. Und nebenbei habe ich auch immer noch freiberuflich ein bisschen geschrieben. Das heißt, es waren dann verschiedene Projekte. Eins hieß zum Beispiel Open Blocks, und das war eher so im Gaming-Bereich. Und ja, da habe ich auch ein bisschen ausgeholfen. Bitcoin.com ist doch Adam Beck, oder? Nee, Roger Ah, Ver. und Adam Beck, welche Firma hat der? Irgendwas mit Bitcoin. Ja, irgendwas mit Bitcoin. Ich dachte Bitcoin.com. Blockstream, glaube ich. Ah, ja, irgendwas, naja, genau, Blockstream. Und Okay. könntest du heute, wenn ich jetzt sagen würde, auch mach mal eine Verbindung zu Roger Ver, dass der mal in unseren Podcast kommt, könntest du das arrangieren oder sind die Verbindungen da nicht Nee, mehr also mit möglich? ihm hatte ich eher weniger zu tun und außerdem ist er jetzt, glaube ich, auch verklagt worden und ich weiß nicht, ob er irgendwie im Gefängnis ist oder eine Geldstrafe zahlen muss, aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade der beste Podcast ist. Okay. Aber auch so wüsste ich, also ehrlich gesagt, gut, ich kenne jemanden, über den man das dann wahrscheinlich irgendwie versuchen könnte, aber ja, wäre dann auch nicht auf Naja. Deutsch, ja, muss man dazu sagen. Ja, das ist klar. Ja. Nun hast du ja schon ein paar Stellen und jetzt als Freiberuflerin aktuell hinter dir. Stell dir vor, du könntest dir für deine Arbeit eine Traumstelle oder eine Traumposition selbst aussuchen oder gestalten, schnitzen, sagen wir auch in Deutschland dazu. Wie würde diese Position aussehen? Naja, ein Traumjob wäre gar kein Job, oder? Dann könnte ich meinen Alltag gestalten, so wie meine Interessen das gerne hätten. Ja, also ich glaube, für meine Traumstelle momentan ist schon ganz okay. Aber ich glaube, das wäre dann, wenn jemand, ja,
Im Grunde, wenn ich ein Einkommen dafür hätte, dass ich einfach nur über die Dinge schreibe, die mich wirklich interessieren und die ich faszinierend finde, und nicht so, ja, dass man immer versucht, noch ein gewisses Produkt zu pushen. Ja, und persönlich finde ich auch, Krypto ist oft sehr entfernt von der echten Welt. Also mein ganzer Alltag ist ja online. Und das ist dann schon manchmal komisch, wenn man rausgeht und sieht, okay, also ganz ehrlich, meine Arbeit hat überhaupt keinen Einfluss auf die Welt um mich herum, also zumindest nicht sichtbar. Und deshalb würde ich wahrscheinlich dann doch irgendwie was finden wollen, wo dann doch ein bisschen zumindest Kontakt mit anderen Menschen direkt im nahen Umfeld besteht. Ich wüsste jetzt nicht genau wie, ob das jetzt im Bildungsbereich wäre oder anders wie, aber ja, finde ich schon irgendwie wichtig. Auch für das Gefühl, dass man tatsächlich irgendwie einen Einfluss hat. Also, ja. Momentan mache ich das nur ehrenamtlich, aber so wäre ganz schön, wenn man das auch dann beruflich ein bisschen haben könnte, wo man ein bisschen Sinn findet. Naomi, du warst ja eine ganze Reihe von Jahren in Japan. Wie lange warst du denn insgesamt dort? Wie viele Jahre? 2 Jahre. 2 Jahre, dann hat es mir gereicht. 2 Jahre Japan, 2 Jahre England. Wie lange bist du Drei. in Deutschland wieder? Anderthalb. Okay, also geht es im halben Jahr wieder weiter. Na, mal schauen. Frage, wie würdest du jetzt irgendwie so die Bitcoin-Affinität in den 3 Ländern einschätzen oder in den 3 Regionen, wo du bist? Du warst in London, in Tokio, jetzt bist du in Dresden. Wie würdest du da so das so in dem Umfeld, wo du dich bewegst, einschätzen? Also in Japan, die waren natürlich sehr früh beim Bitcoin und durch Mt. Gox ist dann alles bisher sehr krass reguliert worden und dann war es gar nicht mehr so einfach. Aber ich glaube, Bitcoin wird trotzdem noch mit am meisten gehandelt auf japanischen Börsen. So in meinem direkten Umfeld natürlich dadurch, dass ich in der Industrie gearbeitet habe, habe ich viele Leute getroffen. Aber tatsächlich gingen die Gespräche dann immer eher um andere, also Crypto Assets oder Blockchains. Und nicht so viel um das Thema Bitcoin. Also Bitcoin, gut, das kauft man, das hält man, da muss man nicht groß drüber reden. Weil da passiert ja auch nicht so viel, entwicklungstechnisch. Und dann gab es natürlich diese ganzen anderen Blockchains, die wollten dann erzählen, hier bei Corda R3 zum Beispiel, was sie alles Tolles mit Banken machen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Ethereum, also Projekte auf Ethereum, die haben dann damals die Meetups veranstaltet und darüber dann geredet, was jetzt alles Tolles Neues machen. Genau, also es waren dann so eher die Dinge, die die Leute dort besprochen haben, zumindest in dem Umfeld, in dem ich war. Und so in meinem privaten Umfeld, also im Freundeskreis und in der Familie erstmal gar nicht. Und das hat sich auch nicht geändert. Also klar, ich habe jetzt Freunde, die auch in dem Bereich sind, aber da geht es auch eher selten um das Thema Bitcoin. Ja. Hattest du Kontakt zu NEM? Ja, ich glaube, irgendwann mal, da hießen sie aber. Nee, wie hießen die denn? Hießen die Ja, nicht mal an? die hatten eine Währung, die hieß XEM, also XEM. Ja, genau, doch, doch, daran erinnere ich mich. Aber also so direkt nicht. Ich glaube, irgendwie mal auf einem Meetup getroffen, aber mehr auch nicht. Ja, und in London, also da war es dann auch so, dass ich mich. Ich glaube, einmal war ich auf einem Bitcoin-Entwickler-Meetup und der einzige Grund, warum da viele Leute waren, war, weil am nächsten Tag war irgendwie eine Konferenz und da ging es dann auch um Bitcoin und die Entwickler. Und aber normalerweise haben die nicht so viel Zulauf und dementsprechend, ich war auch eher bei anderen Veranstaltungen. Also ja, aber in London ist auch relativ überschaubar. Also so, wenn man ein paar Leute kennt, also irgendwann kennt man dann alle über 2 Ecken. Ich glaube, das ist auch noch nicht so, dass alle dort sich mit Krypto beschäftigen. Und ja, Dresden, naja, also da war ich ein paar Mal beim Bitcoiner-Meetup und dann hat, ja, also da ist man natürlich immer erstmal ein Shitcoiner und alles, was man macht, ist erstmal nutzlos aus deren Sicht. Also zumindest, weil wir machen unser Geld ja größtenteils damit, dass Dapps, die auf verschiedenen EVM-Chains tätig sind, ja, uns nutzen, um die Informationen zu beziehen. Und da sind wir natürlich auch nicht so toll für Bitcoiner. Ja, aber immerhin, man kann ja an ein paar Stellen in Bitcoin bezahlen hier. Das ist schon mal was.
War das Nicht, in dass ich. London nicht so? Doch, doch, in London gibt es auch. Also da gibt es zum Beispiel das BrewDog. Das ist ja eine Kette und da kann man in einigen Filialen, auch nicht in allen, mit Bitcoin und mit Bitcoin Cash bezahlen. Also da gibt es eine Karte, glaube ich, auch auf Bitcoin.com, wo man alles mit Krypto bezahlen kann. Naja, und jetzt bist du in Dresden gelandet. Richtig. Was willst du denn in den nächsten 5 Jahren beruflich umsetzen? In Dresden oder auch woanders? Weißt du das schon? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich plane eigentlich nie so weit voraus, weil in Krypto weiß man eh nie, was passiert. Also in 5 Jahren vielleicht reden wir gar nicht mehr über Ethereum. Wer weiß, könnte passieren. Vielleicht ist alles auf Solana oder irgendwas, was es jetzt noch gar nicht gibt. Persönlich, das ist eine gute Frage. Irgendwann würde ich gerne ein Buch schreiben, aber dafür muss ich erstmal noch ein bisschen Material sammeln. Ob das in den nächsten 5 Jahren was wird, weiß ich nicht. Beruflich momentan bin ich in einem recht, ja, bin ich eigentlich recht zufrieden, so wie es läuft. Wir sind Chain-agnostic, das heißt, wir müssen nicht unbedingt immer nur mit einem Blockchain-Ökosystem zusammenarbeiten, sondern so ziemlich mit allen. Und da kann man auch viel selber gestalten und sagen, was jetzt die Richtung ist, in die man gehen will. Und ja, also von daher. Ich denke, also was passieren wird wahrscheinlich ist, dass wir wachsen und dementsprechend ja, steigt man dann auch ein bisschen auf in Verantwortung. Und irgendwann habe ich vielleicht ein Team, das ich managen muss. Weiß ich noch nicht, ob ich das tatsächlich will, weil ist immer einfacher, wenn man tatsächlich arbeiten kann und nicht damit beschäftigt ist, Leuten zu sagen, was sie tun sollten. Also ja. Ja, das kann ich bestätigen. Zurzeit bin ich da auch so, dass ich lieber inhaltlich alleine arbeite, also oder eben mit anderen zusammen, aber wirklich inhaltlich und Ja. nicht mir diese Rollen anderer Leute noch naja, mit kontrollieren soll oder mir anhören soll. Apropos Buch, der Thor hat ein Buch geschrieben, da habe ich zu seiner zweiten Auflage das Vorwort geschrieben oder ein Vorwort, das heißt dezentrales Geld. Der holt das jetzt mal. Das ist ganz interessant. Ah ja, Kannst du, ich glaube, ich schon mal erzählt, ja. lohnt sich vielleicht mal zu lesen. Okay. Eventuell bringe ich das, es gibt sogar auf Deutsch, ne, Thor? Ja, genau. Ja, gut. Naja. Der Ralf hat dir eine Frage aufgeschrieben, wo bist du geboren? Ich frage jetzt nicht wann, sondern wo. Da steht ja auch nicht, wann. Außerdem kann man das bestimmt rausfinden, wenn man unbedingt will. Weil du hast gesagt, dass du mindestens 15 bist und dann hat es ein bisschen gedauert, Ja, bis du das 15 bist. Ich stimmt. würde dich jetzt mal so auf 20 schätzen. Vom Ja, Aussehen her, nicht so von der 10 Jahre muss Erfahrung. man noch draufschlagen und dann. Also das wäre ja auch krass, wenn ich vor 6 Jahren mit 14 angefangen hätte, in Krypto zu arbeiten. Gibt's Leute? Ja, ich weiß, ich weiß. Vielleicht sollen die, ich weiß nicht, ob das gesund ist, aber das ist ein anderes Thema. Wo bin ich geboren? In Hamburg, also die andere Stadt an der Elbe. Ja. Zwischen Und wie bist du Hamburg nach und Dresden gekommen? Mit dem Zug, mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug? Oh, das ist eine gute Frage. Wie bin ich denn damals umgezogen? Mit dem Zug. Mit dem Zug, Vorher ne? bin ich in Frankfurt gelandet. Freiburg, Freiburg in Frankfurt. Sachsen oder Freiburg im Nee, Breisgau? Frank Frankfurt. Frankfurt am Main. Ach, Frankfurt am Main. Ich habe Da verstanden, landet das Freiburg. Flugzeug. Nee. Und was war das Ausschlaggebende, dass es dich ausgerechnet nach Dresden und nach Sachsen verschlagen hat? Das Ausschlaggebende war eigentlich also das Ausschlussverfahren. Also ich wusste, dass ich zurück nach Deutschland ziehen möchte, aber ich wusste auch, dass nicht zu nah an der Familie, auch nicht zu nah weg, zu weit weg. Also ich habe in Augsburg studiert, da wusste ich, okay, Bayern ist ein bisschen sehr weit weg. Da kann man nicht für ein Wochenende mal nach Hause fahren. Und das schränkt das dann schon ein, dann kann man nach NRW ziehen oder nach Meck-Pommern oder ja. Und dann habe ich mich halt umgeschaut und ich wollte auch in einer Stadt wohnen, die nicht zu groß ist, nicht zu klein, auch ein bisschen kulturelles Angebot hat und auch nicht zu teuer ist. Und irgendwann bin ich bei Dresden gelandet. Und ja, tatsächlich kommt meine Mutter sogar aus der Gegend. Also ein bisschen Verbindung gibt es schon. Als Kind waren wir ab und zu hier. Ja, und dann dachte ich, okay, warum nicht? Also man kann ja auch mal ich komme ja aus dem Norden, man kann auch mal den Osten angucken. Dann fehlt mir jetzt eigentlich nur noch der Westen. Also, naja. NRW oder so. Weil Oh. in Bayern war ich ja auch schon.
Naja, Dresden ist jetzt nicht Osten, Dresden ist eigentlich Mitteldeutschland. Ja, okay, wenn man das jetzt so sieht, Ja, natürlich. so muss man das sehen. Okay. Was ist denn Weil du sagtest, nicht? naja, Görlitz. Ach so, okay. Willst du noch länger in Dresden Ja. bleiben als ein halbes Jahr? Als ein halbes Jahr, ja, weil ich habe jetzt eine Jahreskarte für die Kunstsammlung. Das heißt, ein Jahr muss ich noch, damit ich sie auch nutzen kann. Wo zieht's dich sonst so hin? Eventuell, oder wo könntest dich hinziehen? Also, wenn man bedenkt, dass ich auch Familienbande habe und die eigentlich auch recht wichtig finde, zu weit weg nicht. Also ich weiß nicht, irgendwie, je länger ich in Krypto bin, desto wichtiger finde ich so Beziehungen, die man im echten Leben hat. Und Familie ist natürlich wichtig. Und von daher denke ich so, eventuell werde ich wahrscheinlich ein bisschen weiter nördlich wieder mich begeben. Dänemark. Ja, zum Beispiel, ja, oder auch innerhalb von Deutschland. Dänemark, gut. Das ist genau das Wetter wie Schleswig-Holstein. Dann kann ich auch nach Schleswig-Holstein ziehen. Kannst du auch auf die friesischen Inseln ziehen? Ja, das stimmt. Dann kann ich wieder mein Platt rausholen. Das hätte was. Das kann man dann Es bei ruhig LinkedIn dort und schreiben. hast gleichmäßiges Wetter, müssen wir so sagen. Nicht allzu warm im Sommer und nicht allzu kalt im Winter. Ja, stimmt. Also gut, im Ja. Zweifelsfall sowas wie Lübeck zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn du jetzt dann in Deutschland vielleicht bleibst, sag ich mal, und du siehst ja die gesamtwirtschaftliche Situation nicht so doll aus, gerade auch, das wissen wir ja auch, das Fiat-Geld, ne? Welche Rolle spielt da an der Stelle für dich Bitcoin oder Krypto, beziehungsweise wie viel Zeit gibst du dem Euro-Dollar noch bis zum unvermeidlichen Crash oder eine Neueinführung einer anderen Währung, ob das dann eine digitale Währung ist, sei dahingestellt. Aber was schätzt du, wie lange dauert es noch und welche Rolle spielt für dich dann Bitcoin und Krypto als, ja, als Absicherung vielleicht oder so? Ja, ist eine gute Frage. Also als Absicherung, also wie gesagt, meine meisten Vermögenswerte, wobei ob man das jetzt Vermögen nennen kann, ist größtenteils schon in verschiedenen Kryptowährungen und teilweise auch in DeFi, also jetzt in Yield Farming und all solchen Geschichten, Stablecoins vor allem in irgendwelchen Lending-Protokollen, damit man da irgendwie 8% verdient oder so, was auch immer das gerade ist, die Rate. Ja, also so gesehen, so viel Fiat-Geld habe ich meistens nicht. Das Einzige, was ich immer an Fiat habe, ist das, was ich vermute, was ich für die Steuern zahlen muss und natürlich das, was ich so für meine Lebenskosten brauche. Alles andere bleibt eigentlich größtenteils in Krypto bei mir. Auch deshalb schon, weil das Auszahlen kostet immer und ja, dann ist es einfacher, wenn man das einfach so behält. Und vielleicht ein bisschen hin und her schiebt ab und zu, hilft, ist natürlich auch ganz gut, mal neue DeFi-Produkte auszuprobieren. Und dann ist gut, wenn man schon mal da Liquidität hat. Der unvermeidliche Crash, weiß ich nicht. Also so schnell glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Weiß nicht. Vor allem unvermeidlich, das sagt ja schon, dass er unvermeidlich ist, aber könnte man auch diskutieren, ob er unvermeidlich ist, wer weiß. Aber sollte es einen geben, denke ich nicht in den nächsten 10 Jahren, weil es gibt noch zu viele Eliten, für die das gut ist, dass es die gibt, diese Währungen. Und solange die viel Kontrolle und Macht haben, glaube ich nicht, dass sie was Neues einführen, es sei denn, ihnen fällt was ganz Tolles ein, wo sie jetzt noch mehr Geld und Kontrolle dann ausüben, sowas wie CBDCs zum Beispiel. Aber ich Ja, glaube was nicht, dass hältst du das davon? neue Währung zählt. Das ist ja einfach nur digitale Version von Dollar und Euro. Was hältst du von der CBDC oder dem geplanten, angekündigten digitalen Dollar, Euro? Ja, es kommt natürlich sehr auf die Umsetzung an, würde ich sagen. Generell bin ich eher kritisch, weil sobald sie uns irgendein Recht wegnehmen, kriegt man das ja nicht wieder. Das heißt, zum Beispiel Bargeld, wenn es einmal verschwindet, dann kommt es wahrscheinlich nicht zurück. Ja, und so ähnlich denke ich, ist das auch bei CBDCs. Also wer weiß, ob das dann so programmiert wird, dass tatsächlich immer die Privatsphäre gewährleistet ist, und würde ich nicht unbedingt annehmen. Es gibt ja dann immer
höhere Interessen, wo man dann sagt, okay, vielleicht stehst du unter Terrorverdacht oder keine Ahnung und dann, ja. Du sagtest ja, dass du vielleicht auch noch ein paar andere Interessen hast, die nicht Krypto, nicht beruflicher Art sind. Was sind denn da so deine Neigungen und Hobbys? Ja, meine Hobbys, ja, also da gibt es recht viele. Also ich lese sehr gerne und bin jetzt auch ehrenamtlich als Lesepate hier in Dresden aktiv. Das heißt, ich lese ein, zweimal im Monat im Kindergarten vor, bei der Vorschule, um sicherzustellen, dass die zukünftige Generation das Buch auch noch als was Positives wahrnimmt und auch die Büchereien erhalten bleiben, was ja doch immer so ist, dass sie zu wenig Geld bekommen, dass sie einstellen können, wen sie brauchen. Und das finde ich ehrlich gesagt ja, recht kritisch. Und deshalb, also das mache ich nebenbei so, neben meinem Kryptogramm. Und dann spiele ich auch noch Gitarre. Das heißt, ja, damit bin ich auch recht gut beschäftigt. Und ich schreibe auch so meine eigenen Blogposts. Und da geht es dann eher weniger um Krypto, sondern eher so um philosophische Fragen. Und ansonsten, ich meine, ja, wie gesagt, ich habe eine Jahreskarte fürs Museum, also ins Museum gehe ich auch oft. Aber noch fehlen mir ein paar in Dresden, von daher kann ich noch nicht wegziehen. Und über was soll dein Buch handeln, wenn du mal eins schreibst? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe immer gedacht, es würde irgendwie um Krypto gehen und wie man so seinen Werdegang da findet, ohne dass man alle 3 Monate eine existenzielle Krise hat, aber leider habe ich die alle 3 Monate und deshalb geht es dann, glaube ich, eher so, wie findet man überhaupt Bedeutung in seinem Leben, wenn alles auf einmal nur noch online läuft. Ich glaube, das würde dann eher so in die Richtung von Mindfulness gehen und wie man sich diesen ganzen Produktivitätswahn ein bisschen entziehen kann. Aber es ist alles noch ein bisschen so im Hinterkopf, also wer Kommen weiß, vielleicht was ganz anderes. wir zur letzten Folie. Wird es in 10 Jahren noch Banken geben, deiner Meinung nach? Ja, ich denke schon. Ich meine, vor 10 Jahren gab es Banken. Banken gab es ja schon ein paar Jahrhunderte, also ein bisschen Zeit gebe ich Ihnen noch. Ja, und wir sind ja, leben jetzt ja in Web3. Das Web3 hält ja auch DeFi und NFT. Was kommt nach DeFi und NFT oder Web3? Web 4 natürlich. Also Oh, ich was glaube, ist das? Jack Dorsey ist schon bei Web 5, wobei ich auch nicht weiß, was das ist. Ich glaube generell, also ich weiß nicht, ob die direkt ersetzt werden, aber vielleicht reden wir nicht mehr über diese Dinge. Wäre ja vielleicht auch ganz gut, wenn die Sachen einfach benutzt werden, so wie ja, wir andere digitale Dinge benutzen, ohne dass wir groß darüber nachdenken, dass es jetzt DeFi ist. Ja, Ja. klar, digitale Identität, aber auch wieder gebunden, ne? Ein bisschen an Web3 oder so oder an ENS, wer weiß. Ja. Ja, oder halt an eine Lösung und wenn die dann untergeht, ist natürlich doof. Aber vielleicht kommt nichts danach, sondern die Dinge rücken einfach in den Hintergrund und vielleicht finden wir mal irgendeinen Use Case, der echt die Leute dazu bewegt, doch tatsächlich mal Krypto zu benutzen und vielleicht auch ohne, dass sie es wissen. Also. Ja, Tauschhandel, aber da sind ja die Ideen offen. Vielleicht hast ja du die geniale Idee für die geniale App, wo das dann alles drin aufgeht, ne? Ja, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Aber ja. Letzte Frage, wer ist Nicolas van Sabenhagen? Kann ich leider nicht beantworten. Habe ich Gut. eine Wissenslücke entdeckt heute? Gut, gibt es eine Ersatzfrage? Was würdest du den Leuten empfehlen, die noch nicht in Krypto sind? Beruflich oder privat? Privat, also Also die überlebensmäßig. jetzt, also wenn sie in Krypto arbeiten wollen, dann würde ich sagen, überleg's dir nochmal. Also ja, es gibt halt wenig Projekte, bei denen man weiß, dass sie solide sind. Und privat denke ich, es schadet nie, wenn man sich ein bisschen mit Alternativen beschäftigt. Von dem, was das momentane System so zu bieten hat. Und ja, ab und zu habe ich das Gespräch mal mit Freunden, aber ehrlich gesagt, so oft auch nicht, weil ich sehe mich nicht so in der Rolle, dass ich die Leute konvertieren muss. Ich denke manchmal, dass Krypto, wenn es doch wirklich so nützlich ist, eventuell irgendwann mal so eine
Attraktionspotenzial hat, dass man das nicht mehr machen muss, dass man nicht mehr sagen muss, hey, du solltest jetzt dich unbedingt mal damit beschäftigen, sondern ja, wenn es was gibt, das die Leute entsprechend interessiert, denke ich, finden sie auch so den Weg zu Krypto. Und bis dahin haben wir vielleicht noch viel Arbeit vor uns. Das ist ja. Ist ja schon einfacher in der Bedienung geworden, Krypto in den letzten Jahren. Muss man ja auch fairerweise zugeben. Naomi, dann danken wir dir für deine Anmerkung und deine Antworten auf unsere Fragen. Ja, Gerne. es hat uns gefreut, dass du Zeit gefunden hast, uns heute ja, ein bisschen was zu erzählen aus deinem Leben. Und natürlich hast du das letzte Wort und Ich habe das letzte Wort, soll ich jetzt was ganz Geistreiches sagen? it's up to Tja. you. Oh, nee, also so viel Geistreiches fällt mir nicht ein, aber ja, danke, dass ihr mich hier hattet und ja, das schon alles. Die Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen, geht und lest ein Buch. Auf Es jeden gibt Fall. viel noch anderes als Crypto-Twitter in dieser Welt. Okay, Gut, gut. in Also, diesem Sinne, dann tschüss. danke und Ciao. tschüss.